Satzanalyse. Die werden Sitz an die Tafel schreiben und die Wortebene und Satzergliedebene erzählen. Der erste Satz lautet: Gestern ging Aran mit seinem Hund in den Bank. Je nach Satzgleichebene ging Prädikat, Aran ist ein Subjekt, mit seinem Hund ist ein Präpositionalobjekt, in dem Bank ist ein Lokaladverbiat. Im Register ist ein Temporaladverbial bestimmt. Je nach Wortebene, Register ist ein Adverb, ging ist ein Grundverb, Aran ist ein Name, mit ist Präposition und ihn auch, seine ist Possessivart und den ist ein Bestimmungsart. Und ba sind Substantiv Nomen. Der zweite Satz lautet: Ich lasse ein interessantes Buch auf Arabisch. Wortebene: Ich hier ist ein Personal Pronomen. Das ist ein Verb. Ein hier ist ein unbestimmter Artikel. Interessantes ist ein Adjektiv. Und Buch ist ein Substantiv. Auf ist eine Präposition. Arabisch ist Substantiv. In der Trinisebene, hier ist ein Subjekt, lass ich ein Prädikat, ein interessantes Buch ist ein Akkusativobjekt, auf Arabisch ist Modal-Adverbialbestimmung. Der dritte Satz lautet: Gestern malte mein Freund ein wunderschönes Bild. Je nach Satzgliedebene Malta ist ein Prädikat, mein Freund ist ein Subjekt, ein wunderschönes Bild ist Objekt und gestern ist Temporaladverbial. Je nach Wortebene, gestern ist Adverb, Malta ist Vollverb, wunderschönes Bild ist Adjektiv. Bild ist Substantiv, ist ein Substantiv. Mein ist Possessiv Artikel. Ein ist ein unbestimmter Artikel. Jetzt analysiere ich den vierten Satz und der Satz ist: Letzte Woche machte ich mit meiner Familie eine wundervolle Reise nach Berlin. Satz Liebebene: Letzte Woche, Temporaladverb, machte Prädikat, ich, Subjekt steht im Nominativ, mit meiner Familie, Präpositionalobjekt, eine wundervolle Reise, Akkusativobjekt, nach Berlin, Lokaladverbial bestimmt. Wortebene, letzte, Adjektiv, Woche, Substantiv, Nomen. Machte, Vollverb, ich, Pronomen, mit Präposition, mein Obsessiv Artikel, Familie Substantiv Artikel, eine umständliche Artikel, wundervolle Adjektiv, Reise Substantiv, nach Präposition, Berlin, Eigenname. Der Satz lautet: Die rote Mannschaft gewann das Spiel gegen die blaue Mannschaft. Je nach Satzgliedebene, die rote Mannschaft ist ein Subjekt. Prädikat ist gefahren. Die blaue Mannschaft ist ein Akkusativobjekt. Je nach Wortgliedebene, die ist ein bestimmter Artikel. Rote ist Adjektiv. Mannschaft ist ein Substantiv. Nomen. Gefahren ist ein Vollverb. Das ist ein Artikel. Gegen ist eine Reposition, die ist ein Artikel, blaue ist ein Adjektiv, Adjektiv, Mannschaft ist ein Substantivnomen. Jetzt kommen wir zum Schluss. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss! So, Scheiße, Ibrahim Mahmoud. Satz: Anna machte nach der Schule schnell ihre Hausaufgaben. Anna, Nomen, machte Verb. Nach Temporalpräposition
der Artikel Schule Nomen schnell an. Ihre Siebartikel Hausaufgaben Nomen. Satz geht eben Anna Subjekt, machte Beradika, nach der Schule Temporal Adverbial, schnell Modal Adverbial, Ihre Hausaufgaben Akkusativ Objekt. Guten Morgen, ich heiße Ahmed Leiman Abdeslam Muhyiddin, Section A. Die Sätze ist, jedes Jahr fruchtet der Apfelbaum viele Apfel. Wortarten, jedes Pronomen, Jahr, Nomen, fruchtet Verb, der Artikel, Apfelbaum, Nomen, viele Adjektiv, Apfel, Nomen. Satzglied, Ebene, jedes Jahr Adverbial, fruchtet Prädikat, der Apfelbaum, Subjekt, viele Apfel, Akkusativ, Objekt. Hallo, ich bin Omar Mahmoud Said Walila, Sektion B, und der Satz ist, gestern bin ich 3 Stunden gelaufen. Je nach Satzgliedebene, gestern, Adverbial, bin gelaufen, Prädikat, ich, Subjekt, 3 Stunden, Temporal, Adverbial. Je nach Wortarten, gestern Adverb, bin Verb, ich Pronomen, 3 Numeral, Stunden, Nomen, gelaufen, Verb. Hallo, mein Name ist Nurin Ashraf Kamel, Section C. Und mein Beispiel ist, ich lese gerne Roman. Ich Pronomen, lese Verb, gerne Adverb, Romane, Nomen. Umsatzgliedebene. Ich Subjekt, lese Prädikat, gerne Vorfeld, Romane Objekt. Hallo, mein Name ist Abdel Fattah, Section A, mein Beispiel. Ich rufe meine Freundin morgen an. Ich Pronomen rufe Verb, meine Possessivartikel, Freundin Nomen, morgen temporale Adverb, Satzgliederebene. Ich Subjekt, Anrufer Prädikat, meiner Freundin Akkusativobjekt, morgen Adverbial.